Willkommen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu Nachrichten bei Prometheus. Blaues Licht hilft gegen Depressionen. Das haben belgische Forscher jetzt herausgefunden. In ihrer Studie haben sie gezeigt, dass das Gefühlszentrum im Gehirn bei einer blauen Beleuchtung wesentlich intensiver auf Emotionen in der Stimme eines anderen reagiert als bei andersfarbigem Licht. Diese Erkenntnis könnte jetzt die Behandlung von Depressionen mithilfe der Lichttherapie erleichtern. Pferde und Menschen haben seit Jahrtausenden eine ganz besondere Beziehung. Heute steht vor allem der Pferdesport und das Freizeitreiten im Mittelpunkt. Früher aber war das Pferd ein Fortbewegungsmittel für die Jagd und ein wichtiger Faktor in Kriegen. Das heutige Dressurreiten, das Spring- und das Geländereiten haben sich aus dieser Wurzel entwickelt. Und es gibt auch noch heute Menschen, die diese Wurzel pflegen und sichtbar machen. Beispielsweise bei der uralten Disziplin des sogenannten akademischen Reitens. Die Reithalle des Reutlinger Reiterhofs Eulengarten. Sie will die fast vergessenen Wurzeln der Reitkunst wieder in den Blickpunkt der Menschen rücken. Silke Renz trägt den Titel einer Ritterin der akademischen Reitkunst. Sie hat sich 2005 auf die Spuren dieses Reitens in seiner ursprünglichsten Form begeben. Es ist das Finden nach Harmonie, dass ein Mensch und ein Tier so zusammenschmelzen. Es ist die Zusammenarbeit mit dem Pferd. Wenn man gelernt hat, so zu reiten, wie einfach Reiten dann sein kann. Und man kann die Schwächen der Pferde stärken, die Stärken stärken. Es gibt einen körperlichen und psychischen Ausgleich für Reiter und Pferd. Also das Zusammenschmelzen, die Harmonie steht sehr im Vordergrund, wonach man sucht und sie dann auch irgendwann findet. Dieser reitphilosophische und künstlerische Ansatz, der sich nicht auf schnelle Turniererfolge ausrichtet, ist neben der typischen einhändigen Reitweise der größte Unterschied zum modernen Dressurreiten und reicht bis zur Renaissance und Barock zurück. Es gab sehr viele Reitakademien in Europa. Da lernte der Adel, Könige, Fürsten diese Reitkunst neben Lesen, Schreiben, Rechnen. Also es war ein Hauptfach wie Fechten. Also eigentlich ist es schon bekannt vor Christus, dass die Menschen die Pferde ausgebildet haben und abgerichtet haben für die Kriegsreiterei und für den Kampf. Im Barock und in der Renaissance hat sich das gewandelt. Denn die alte sanfte Kriegspferdeausbildung wurde durch das Aufkommen der Schusswaffen unnötig. Die ursprüngliche Pferdeausbildung blieb nur noch als Kunstform. Der langjährige und philosophische Ansatz der akademischen Reitkunst geriet fast in Vergessenheit. Die Pferde werden mit 5, 6 Jahren gehen die in die Ausbildung. Und bis die ausgebildet sind, sind die mindestens 14 bis 16 Jahre alt. Und man versucht, die Pferde, solange sie leben, gesund zu erhalten und nach Möglichkeit auch noch mit 25 die reitbar zu haben. Heutzutage versuchen die Ritter und Ritterinnen der akademischen Reitkunst, das alte Wissen wieder zu verbreiten und an Schüler weiterzugeben. Mit Erfolg. Denn nicht nur auf dem Reutlinger Reiterhof Eulengarten gibt es immer mehr Menschen, die die fast vergessenen Geheimnisse der ursprünglichen Reitkunst erlernen wollen. Britisch-kanadische Forscher haben jetzt das zweitgrößte Virus der Welt vor der Küste von Texas entdeckt. Es lebt im Wasser und befällt eine bestimmte Planktonart. Das Besondere an dem Virus, es besitzt ein umfangreiches Erbgut. Normalerweise haben Viren nur wenige Genome. Damit besitzt der Riesenvirus Eigenschaften von einigen komplexen Einzellern. Welche Rolle es aber für das Ökosystem der Meere spielt, ist den Forschern noch unklar. Frauen parken tatsächlich schlechter als Männer. Was die Geschlechter lange und kontrovers untereinander diskutierten, wurde jetzt von Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum bewiesen. Dabei parken die Männer kaum genauer als die Frauen ein, aber deutlich schneller. In weiteren Studien gelangten die Forscher zu der Erkenntnis, dass die verminderte Parkschnelligkeit bei Frauen tatsächlich auf eine schlechtere räumliche Wahrnehmung zurückzuführen ist. Die Parkgenauigkeit hingegen sei rein psychologisch bedingt. Darum schnitten selbstbewusste Frauen, die sich ihrer Parkkünste gewiss waren, ebenso gut oder sogar besser ab als die männlichen Versuchsteilnehmer. Laut einer internationalen Studie sind die südostasiatischen Regenwälder älter als bisher angenommen. In einer Studie bestimmten Forscher das Alter von Bernsteinfunden aus Westindien. Dabei entdeckten sie, dass das Harz von Bäumen stammt, die bereits vor 52 Millionen Jahren die Küste Indiens bedeckten. Zudem belegten die im Bernstein eingeschlossenen Insekten, dass es eine Landbrücke zwischen Indien und Afrika gegeben haben muss. Denn die Tiere ähneln denen der anderen Kontinente.